So, meine Lieben, jetzt gibt es ein Ergebnis aus Holland, aus den Niederlanden. Die Probandin kommt aus dem Süden von Holland, aus dem Süden von Holland. Und ihr habt es gesehen, MyHeritage gibt hier 100% Nordwesteuropäer raus. Keine andere Ethnie, keine andere Gruppe. Und jetzt ist genau die Frage gewesen, was bedeutet jetzt, wenn man bei MyHeritage 100% Northwest-European ist? Was bedeutet das eigentlich? Also, wenn man ganz ehrlich ist, und das ist halt das, wo der Logarithmus von MyHeritage irgendwie nicht stimmt. Hier ist jetzt nicht viel anders wie ein Deutscher, der verschiedene Regionen hat, da wo zum Beispiel vielleicht auch mal Osteuropa vorhanden ist und England vorhanden ist oder Baltik bzw. Italien. Interessant ist halt eben, dass der Algorithmus von MyHeritage eigentlich keine klare Regel kennt. Sie ist jetzt 100% Northwest European, also würde super langweilig ausschauen. Und wenn wir uns jetzt mal die Werte genauer anschauen, und ich habe ja schon einige deutsche Ergebnisse mir ja zuschicken lassen und auch analysieren dürfen. Also ich sehe hier keinen Unterschied. Gehen wir mal zurück in die Geschichte. North European, das sind diese indo-iranischen Völker, zum Beispiel die Yamnaya-Kultur, die vor 4.500 Jahren, 5.000 Jahren eben Westeuropa besiedelt hat, die aus der Pontus-Steppe stammt. Da hat sie einen Anteil von 43,18%. Der zweite größte Anteil ist Atlantik-Mediterran. Da liegt sie bei 36,85. Ja, ist der Wert der alten anatolischen Farmer, wie zum Beispiel Ötzi hat dieses Merkmal gehabt. Die haben ungefähr vor 10.000 Jahren Europa besiedelt. Dann hat sie einen Anteil vom Kaukasus von 8,82. Dieser Anteil ist wahrscheinlich mit den damaligen, entweder mit den anatolischen Farmern oder auch mit den North European Einwanderern mit nach Westeuropa gekommen. Gedrosia 8,71. Ursprünglich hatten die natürlich diese Yamnaya-Kultur einen viel höheren Wert. Der lag, glaube ich, bei 20 bis 25% oder sogar noch höher. Das ist interessant eben bei Westdeutschen bzw. Westeuropäern, die halt eben indo-iranische Vorfahren haben. Die haben hier einen Wert von 8,71 und das ist zum Beispiel viel höher als wir auf dem Balkan oder ja, ich sage jetzt mal vielleicht auch in Süditalien oder Italien, weil dieser Wert ist eben, sind die alten iranischen Werte. So. Sie hat einen ganz kleinen arabischen Anteil mit 1,13, Southeast Asian, einen ganz kleinen Sibirien-Anteil, der kommt wahrscheinlich auch aus dieser Pontus-Steppenzeit, kleiner Northwest African-Anteil und ein Southeast Asian-Anteil. Hier kommt German Mix, also Deutsch insgesamt, also Germanen insgesamt. Dann kommt als zweiter Wert sogar gleich Deutsch. Deutsch sage ich schon. Dutch, also Holländer oder Holländerin, dann normal German, Kent ist England, aber eindeutig westeuropäisch. Und ihr seht's ja, obwohl MyHeritage nur einen Part rausgebracht hat, sind jetzt hier in Dodecart, sind Dodecart K12b, sind 8 Regionen vorhanden. Okay? Und jetzt gehen wir mal auf die Wahoo-Ergebnisse. So, in Wahoodoo habe ich Ihre Daten mit den G25-Koordinaten simuliert. Und da kommt als erstes German, dann German Bavaria, also Süddeutsche, Bayern, dann Holländer, Bretonien, Walliser, Belgier, wieder German, Erlangen, das ist dann Nordbayern, Cornish, English. Das sind jetzt die simulierten G25-Rechner, wo der Dennis uns einen eigenen Rechner generiert hat. Ja. Und jetzt gehen wir mal weiter aufs nächste Ergebnis. Moment. Jetzt schauen wir uns noch die Eurogains K13-Ergebnisse an. Auch hier aus den 13 Regionen hat sie 9 Regionen. Hier sieht man wieder North Atlantic. Das könnte man mit den Northeast European gleichsetzen. Baltic, der baltische Raum.
westliches Mittelmeer, östliches Mittelmeer, Westasien. Hier hat sie einen relativ hohen Indianeranteil mit 1,32. Wahrscheinlich der Anteil auch aus der Steppe stammt, aus der zentralasiatischen Steppe. Und einen kleinen Südasienanteil mit bisschen Northeast African. Hier kommt als erstes der Südostengländer, dann der Südholländer oder Holländerin, ja, Westdeutsche, Norddeutsche, Nordholländer. Ihr seht, da sieht der Eurogenes-K13 aber auch überwiegend westeuropäische Völker. Und als letztes der MDLP-22-Rechner. Der ist natürlich immer toll, weil er sehr viele Regionen hat und da kann man nochmal ein bisschen feiner justieren, ob dann wirklich aus der Pontus-Steppe und aus Zentralasien was vorhanden ist. Weil die anderen Rechner, die packen das ja immer zusammen, weil die in dem Bereich, sagen wir mal, Westdeutschland sehen die immer einen Wert bis 1% eben Zentralasien. Und hier wird halt nochmal feiner gegliedert. Also, auch hier wieder Northeast European und Atlantik-Mediterran, die zwei größten Parts. Also bei Westeuropäern, die indogermanische, indo-iranische Vorfahren haben, meistens und mit den anatolischen Farmern zusammen, immer so eine 40, 30, 44, 35 Aufteilung. Jetzt kommt ein kleiner Westasienanteil. Da könnte man auch sagen, hier spiegelt sich wieder der Kaukasus. Dann die alten North European Mesolithik-Gene mit 6% fast. Da haben die höchsten Werte, haben, glaube ich, die Finnen hier. Also mit 5,98 ist es kein hoher Wert. Ein bisschen Nahe Osten mit 3,18. Und jetzt diese indo-iranischen Gene, habe ich ja gesagt, auch bei Kurden kommt es oder bei Iranern. Also die Kurden haben ungefähr 3,5% indo-iranische Gene und sie hat jetzt 2,11. Und ist interessant, jetzt muss man ja bedenken, die Verwandtschaft, die man ja unterstellt, ist ungefähr vor 4.000, 5.000 Jahren auseinandergegangen. Und ein jetziger Kurde hat jetzt zwar auch noch 3,5% indo-iranische Gene und sie hat 2,11, aber der restliche Mix ist komplett anders. Zum Beispiel Kurden haben kaum Atlantik-Mediterran drin und haben auch kaum Northeast European. Ja? Die haben dafür einen ganz großen Westasien-Anteil und einen ganz großen Near East-Anteil. Indien kommt auch noch vor und so weiter. Jetzt gehen wir auf die Ostasien-Gene. Samoyedik, das ist dieser Finnisch-Uralik-Region, Indo-Tibetien, also aus Tibet. Und jetzt sieht man es, also diese ganze Feinclusterung, diese Amerindien, was sie hatte, zum Beispiel nordamerikanische Indianer, und das sind Eskimos, südamerikanische Indianer und Mittelamerikaner. Ihr seht, da hat sie tatsächlich diese zentralasiatischen, ostasiatischen Werte. Auch hier bei der Population der Distanz, es ist, glaube ich, Zentraleuropäerin, zentral, glaube ich, ja. German South, German, British. Und wo ist der, ja, hier gibt es zum Beispiel jetzt keinen Dutch, also keinen Holländer. Aber unten schauen wir uns mal die Mixtur an. Da Norweger, German South. Und das ist schon interessant, also diese Mixtur, da sieht man schon diese Pontus-Steppe Einfluss. Schau mal, 15% 5 Finne, 30,1 Gagaus. In der Bulgarien, das sind dann vielleicht die slawischen Einflüsse. Recht interessant, was da alles dann noch vorhanden ist. Okay, so meine Lieben, das war's. Ein 100% Northwest European Ergebnis ist doch nicht 100% Northwest European. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mal.